Wir erklären euch das Sender-Empfänger-Modell. Fritz ist bei Bäckerin Paula und möchte 3 Brötchen kaufen. Er sagt, ich möchte 3 Semmel und sendet dadurch eine Nachricht an Paula, die durch seine Sprache und Körpersprache kodiert ist. Paula empfängt die Nachricht von Fritz und muss diese entschlüsseln, um sie zu verstehen. Paula packt 3 Brötchen ein und sendet positives Feedback. Sie hat Fritz' Nachricht verstanden. Das kann aber auch anders laufen. Wenn Fritz Semmel bestellt, könnte Paula etwas anderes darunter verstehen und die falschen Gebäcke einpacken. Paula sendet negatives Feedback. Fritz sendet dann erneut eine Nachricht und sagt, dass er Brötchen meint. Paula versteht seine Nachricht und packt ihm 3 Brötchen ein. Paula könnte aber auch gar nicht wissen, was mit Semmel gemeint ist und sendet wieder negatives Feedback. Dann erklärt Fritz, dass er Brötchen meint. Paula versteht jetzt, was Fritz meint und packt ihm 3 Brötchen ein.